Hallo YouTube, der Sammelchris hier wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Gastvideo. Ich habe die Ehre und die Vorfreude, euch anzukündigen und das Vorwort zu gönnen, bevor es hier gleich losgeht. Nämlich House of Cards bewertet, beurteilt und begutachtet meinen Binder. Ich freue mich da riesig schon drauf. Und was diese drei Boys hier vor sich haben oder auf sich haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss, euer Sammelchris. Ja, so, da legen wir also los an der Stelle. Ich kommentiere das Video, wie der gute Sammelchris ja schon gesagt hat, und am Ende des Videos gibt es natürlich ein kleines Fazit zum Kanal. Ja, ich habe mir das Video schon mal vor einer Weile angeguckt, als er das mir neu zugesendet hat. Ist jetzt so, dass halt ein paar Videos auch dazwischen gekommen sind. Ja, hier zeigt er schon seine Magnethalter, von wem er den Tipp wohl hat. Und Ja, ich kann mich halt wirklich kaum noch an das erinnern, was hier drin ist. Also im Prinzip ist das für mich jetzt wieder ein komplett neues Video. Ja, er heißt Sammelchris und sein Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wir machen das folgendermaßen, während er halt den Ordner durchgeht, schalte ich jetzt seine Stimme, seine Tonspur hier auf Null und kommentiere die Sammlung, gebe meine Meinung dazu ab, am Ende vielleicht auch noch ein kleines Fazit zum Kanal und vielleicht auch ein Fazit zum Ordner, vielleicht auch eine kleine Wertermittlung, das gucke ich dann am Ende. Und ja, ich denke mal, am Anfang wollte er ein paar Schätzchen präsentieren, die nicht in seinen Ordnern waren. Das sind nämlich die, die wir hier gerade sehen. Die befinden sich eben in diesen One-Touch-Magnethaltern. Davon hat er sich ja einige besorgt gehabt. Und seltsamerweise sind die Magnethalter, nachdem ich dafür mal wieder ein bisschen die Propagandamaschine angeschmissen habe, ausverkauft bei Gate to the Games, außer von KCW. Da gibt's die noch. Da werde ich auch direkt zuschlagen Ende des Monats. Wehe, jemand schnappt mir die vor der Nase weg, Leute. Wehe, ich finde euch. Also, natürlich cutte ich das Ganze auch ein bisschen zurecht, damit es halt auch wirklich auf das von mir Gesprochene passt. Speziell am Anfang redet er ein bisschen viel und ja, so viel habe ich jetzt hier nicht zu sagen an der Stelle. Dementsprechend schneide ich mir das ein bisschen zurecht, dass wir dann auch relativ schnell anfangen können. Und ja, da geht's auch schon los mit dem ersten absoluten Klassiker. Und zwar Exodia, die Verbotene aus der Lost Arts Reihe. Ich glaube, die kam damals aus der ersten Welle. Und na gut, das Artwork unterscheidet sich gar nicht mal so grundlegend. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Bei uns haben wir den faszinierenden Kreis. Bei der Exodia eben nicht. Da ist das so ein komisch dunkelblaues Wischiwaschi. Ob es das jetzt gebraucht hat, sei mal dahingestellt. Der Wert dieser Exodia beträgt so in etwa aktuell 7 bis 8 Euro. Ist also relativ stark gesunken. Die ging ja mal bis zu 30 Euro vor einer Weile noch. Ist auch eine relativ schöne Karte, die wir natürlich aus dem Anime kennen, die wohl einen Platz im Herzen eines jeden Sammlers hat. Und ich denke mal, eine Karte, die vor allen Dingen auch aus The Lost Arts in Zukunft Potenzial hat, weiter zu steigen. Weiter geht's mit dem starken Winddrachen aus Raging Battle, müsste der gewesen sein, glaube ich. Zumindest hier ein Ultimate Rare. Erinnert mich auch an eine witzige Spende. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Wie gesagt, starker Winddrache aus Raging Battle hier, unlimitiert, wenn ich das richtig sehe. Als Erstauflage würde diese Karte ähnlich viel gehen wie Exodia. Die unlimitierte Variante ist tatsächlich ein paar Euro günstiger und geht auch so 3 bis 4 Euro in etwa. Wobei ich finde, dass der Army Print echt scheiße ist, von der muss man ganz ehrlich sagen. Gut, ich kann es noch nicht ganz erkennen, aber ich glaube, wir haben hier eine Zauberkarte. Rangsteigerungszauber Numeron Kraft. Ja, ist die jetzt First oder nicht? Ich glaube, nee, die ist die? Nein, die ist nicht First. Als Erstauflage würde die auch ungefähr so 4,50 bis 5 Euro gehen. Unlimitiert ist sie so in etwa bei, boah, lasst mich nicht lügen hier, 3 Euro?
3 Euro müssten es sein. Die Rangsteigerungs-Zauberkarten sind ja ohnehin eine recht coole Reihe gewesen. Ich finde Numeron-Kraft ist jetzt nicht unbedingt die hübscheste von denen, aber es ist natürlich auch an und für sich eine ganz nette Ultimate Rare. Dann haben wir Slifer, the Sky Dragon. Ich denke aus der WeJump im alternativen Artwork, das wir jetzt erstmals in den Megatrends 2019 auch hier im TCG bekommen haben, während wir die alternativen Artworks von Obelisk und Ra schon länger im TCG hatten, beziehungsweise Ra eigentlich nur in der Out of Chaos Special Edition, haben wir auf Slifer echt lange warten müssen. Der aktuelle Wert 9 Euro vielleicht, mehr dürfte es eigentlich nicht sein. Also ich habe sie schon ein paar Mal für 6 Euro das Stück angeboten bekommen. Aber das ist halt auch schon wieder eine Weile her. So, weiter geht's mit dem Clifford Monolithen. Ja, aus Secrets of Eternity als Erstauflage. Ja, zu dem aktuellen Wert kann ich bedauerlicherweise nichts sagen. Früher ging sie so um die 22 Euro und das war eigentlich die Standard-Holo, die ich immer aus Random Boostern gezogen habe. Denn ich habe damals Secrets of Eternity beim Müllermarkt gesuchtet sozusagen. Ich habe die mal eingekauft, die gab es da für 2,50 und ich hatte immer ein- oder zweimal den Monolithen dabei. Immer. Ich hatte sogar mal ein Pack, größtes Luck ever, hatte ich zweimal in einem Pack den Monolithen in Secret Rare bei. War eine nette Geschichte. Dann haben wir den Wandelsternritter Sternzeichen Kundler Diamant. Eine unglaublich schöne Karte. Ich finde das Thema an sich ja auch cool. Vor allen Dingen die Xyz-Monster aus dieser Zeit sind unglaublich gut gelungen. Wert ist die Karte jetzt allerdings nichts an der Stelle. Ja, dann haben wir die gleiche Karte nochmal als Ultimate Rare. Die dürfte tatsächlich den ein oder anderen Euro gehen, aber sagen wir es mal so, reich wird man mit der Karte nicht. Und Chris, bitte, nimm andere Hüllen. Dass man den Grün sieht, kacke aus. Das sieht so kacke aus, aber gut, es muss dir gefallen. Okay. So, ja, dann war's das wohl erstmal mit den Magnethaltern an der Stelle und wir kommen als nächstes zu einem schicken Ordner von Vault X. Keine Ahnung, ich kenne die Marke nicht, ich kenne die Ordner nicht, die Qualität nicht, kann ich nicht allzu viel zusagen an der Stelle. Jetzt schauen wir aber mal rein, würde ich sagen. Söderle auf der ersten Seite. Oh, da lächeln uns direkt ein paar schöne Schmuckstücke an. Und zwar ist die komplette Seite voll mit Lost Arts Promos. Ich glaube aus den letzten beiden Wellen. Wir haben natürlich die komplette Exodia so aufgeteilt, wie man sie eben meistens aufteilt. Und nochmal den geringeren Unterweltler. Tatsächlich mein Lieblingsartwork auf der Seite. Rechts oben den Ring der Zerstörung, wo unser Artwork doch besser aussieht als das unzensierte. Wie ich finde, dann der dunkle Herrscher Hades in der Mitte mit seinen Hörnern und links haben wir dann Ruf der Gejagten mit den wesentlich cooleren Kreuzgrabsteinen. Ja, sehr, sehr cool. Speziell den Ring der Zerstörung, da habe ich vor einer Weile mal von dem Lukas ein Geschenk bekommen. Mega nice. Schade, dass er nur ein paar Cent geht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay, dann auf der nächsten Seite haben wir, ich würde mal sagen, eine gelungene Mischung aus altem und neuen Prints zumindest. Wir haben zweimal die komplette Exodia. So wie die aussieht, wird das die aus den Yugi Legendary Decks sein, sowie den Summoned Lord Exodia zweimal ebenfalls aus demselben Set. Die ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr wert, also nicht der Summoned Lord, sondern die komplette Exodia aus YGLD, als ich eigentlich gedacht habe. Dann haben wir unten Yatagarasu, ja, hol sie raus, so, richtig. Yatagarasu an der Stelle unlimited, Respekt an dich an der Stelle, also ich habe glaube ich 12 oder 13 Yatas, die meisten sind First, ich kriege kaum welche in unlimitiert her. Dann haben wir den heiligen Phoenix von Neftis, ich glaube das war die Elemental Energy Promo. Dann haben wir Gords und natürlich auch Ra im Phoenix-Modus, wobei es mich da ein bisschen wundert. Ich hätte da jetzt an der Stelle aufgrund der anderen beiden Götterkarten eher einen Obelisken reingehauen, aber gut, kann man auch so machen. Aber einen Obelisken hätte ich schöner gefunden, das hätte irgendwie ein bisschen besser gepasst oder dann zumindest nochmal den gleichen Ra, aber das sind jetzt Kleinigkeiten, über die man sich nicht beschweren muss. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn auf der Seite? Okay, wir haben oben die heiligen drei Ungeheuer, Harmon, Uria und Raviel, ich glaube sogar von der Aufreihung her, so wie sie auch wirklich sortiert waren, also Harmon war glaube ich die 001, Uria 002 und Raviel 003, unten haben wir dann Obelisk,
scheint mir der aus PGLD zu sein, denn Gold Secret, die gingen ja damals sehr viel, die Göttern Gold Secret, ja, mittlerweile sind die doch sehr erschwinglich geworden. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen diesen ganzen ABC und XY-Stuff, scheinbar auch einiges aus dem Originalset. Ich sehe hier relativ viel aus Magician's Force, wobei ich mir jetzt bei der XYZ Dragon Cannon unten rechts nicht sicher bin, ob die nicht doch aus dem Duelist-Pack stammt. Aber die anderen sind auf jeden Fall natürlich, außer die ABC-Karte oben in der Mitte, aus Magician's Force. Dann haben wir auf der rechten Seite, ich sehe es nicht, also wir haben oben die Wurzel, den Auslöscher und den Avatar des Bösen, was ja so die finsteren Gegenstücke zu den Göttern sind. Ich sehe es bloß gerade nicht, ob die aus der Jump sind oder aus der Tin, weil man die Schrift nicht sieht oben. Dann haben wir natürlich nochmal so ein bisschen ABC-Support-Stuff und auch ein bisschen ältere Sachen wie die X-Head-Cannon. Ich weiß es an der Stelle, aber nicht. Ich glaube, das sind auch aus den Originalsets. Ah, und jetzt sieht man es oben, die kommen aus der Jump. Das sind die Jump-Varianten der Karten. Ich persönlich finde, dass die überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Göttern haben und man hätte sie meiner Meinung nach, auch wenn sie nicht hässlich sind, ein bisschen anders designen können. Neue Seite, neues Glück. Ja, was haben wir denn da? Oh, ganz, ganz viele blaugierige Chaos-Max-Drachen. Das Problem kenne ich. Die Karte war zuerst sehr begehrt und am Ende so overprinted, dass ich mittlerweile wirklich aus der Dual Power, aus dem Movie Pack, aus dem Gold Movie Pack und. Ich glaube, aus der Legendary Collection gab es die auch noch. Jetzt kommt sie nochmal in Zero. Also ich hab Tonnen von der. Ich glaube, 40, 50 Stück von der. Schlägt sich hier wohl auch nieder. Aber eine sehr, sehr schöne Karte. Vor allen Dingen in Gold sieht sie gut aus. Links oben haben wir dann diese ganzen speziellen Karten. Also hier holt jetzt gerade noch einen Sternenschnuppendrachen aus der Tin raus. Aber oben habe ich jetzt versäumt zu erwähnen, wenn wir den dunklen Magierritter und dieses dunkle Magiermädchen-Ritter. Scheißdreck irgendwas. Und in der Mitte den Amulettdrachen ist tatsächlich eine sehr, sehr gelungene Kombo. Da haben wir noch ein Aufgegeben und tatsächlich ein paar Jump-Karten da. Wir haben hier den niederträchtigen Standstaubdrachen, der ein paar Euro wert ist. Hier jetzt auch den Victory Dragon. Die einzige Matchwinner-Karte, die jemals wirklich in Serie produziert wurde, also die keine Preiskarte war. Also wirklich cool, die Jumps, die er hat. Und die Seite ist an und für sich auch schön aufgebaut. Ich finde nur, dass die ganzen Blue-Eyes-Chaos-Max-Drachen vielleicht ein bisschen too much sind an der Stelle. Die hätte er entweder vielleicht ein bisschen anders sortieren müssen. Aber an und für sich, speziell mit der oberen Reihe an Fusionsmonstern, sehr cool. Natürlich auch unten hier dann die Jump-Monster. Unten die Sonne, Super Macy Sun heißt sie. Die gibt es auch auf eBay für 1 Euro, kannst du tonnenweise kaufen. Tragödia, eine sehr schöne Karte, leider auch total billig. Na gut, eigentlich wie die meisten Jumps. Es gibt nur relativ wenige Jumps, die wirklich viel wert sind. Okay, so viel mal zu der Seite. Ah, hier geht es jetzt relativ jump-lastig weiter, interessant. Also, was haben wir denn da? Wir haben, genau, hier oben in der Mitte, den Black Luster Soldier, Envoy of the Evening Twilight heißt der, glaube ich. Also diese Abenddämmerungs- irgendwas des Abendrots oder irgendwie so gesandt hat des Abendrots. Irgendwie ganz, ganz komisch. Einer der schönsten, wie ich finde. Sehr cool. Gab es dann auch in Super Rare, glaube ich. Unten haben wir Nummer S0 Utopic Sechsel. Auch eine coole Karte. Ich war damals tatsächlich der erste deutsche Yu-Gi-Tuber, der diese Karte auch präsentiert hat. Zumindest meines Wissens nach. Dann haben wir oben noch ein paar random Sachen. Da haben wir natürlich hier auch sehr, sehr cool. Zum einen den schwarzen Hochmagier. Der sieht wirklich gut aus. Das ist wirklich eine sehr schöne Karte aus der Dark Illusion. Dann haben wir die Gefahrmonster, die auch sehr modern sind, aber auch sehr gut aussehen. Und natürlich absolute Klassiker, diese ganzen Jubelkarten. Speziell Jubel selbst ist ja wirklich auch relativ kostspielig teilweise. Und das ist natürlich, wenn du die dann in einer Reihe hast, dann sieht das natürlich gut aus. Die Jump-Karten auf der linken Seite finde ich tatsächlich recht gut aufgebaut. Ich würde mal sagen, so die rechte Seite, ja, es ist halt jetzt nicht besonders, aber es sieht dann schon gut aus. So, jetzt ist er mir ein bisschen zu schnell, der liebe Sammelchris. Jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir da? Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Ah ja, genau. Unten, ganz wichtig, blauer Rosendrache. Scheint mir die Secret Rare zu sein aus Extreme Victory. Sehr, sehr selten, unlimitiert an der Stelle, aber trotzdem wirklich extrem selten herzubekommen. Also, da kriegst du 20 Rosendrachen in Ultimate Rare aus Crossroad of Chaos, bevor du den da findest. Also, das ist wirklich hart. Dann haben wir, was haben wir denn, die Swords Mistress, okay, auch cool, Comic Hand, auch eine starke Karte. Dann haben wir hier nochmal die XYZ Kanonendrachenkarte in Ultra Rare. Das ist auch eine sehr schöne Karte mit einem sehr schönen Artwork, wobei ich das sogar noch besser finde als das Unzensierte mit den Gewehrläufen, sage ich mal. Okay, dann natürlich ein paar Toon-Sachen, ist ja klar, Klassiker.
Die kommen alle aus Dragons of Legends 2, glaube ich, oder aus Dragons of Legends selbst. Dann haben wir hier zweimal den Dark Magician Ultimate Rare, so wie es aussieht, wenn ich das richtig erkenne. Ich muss sagen, dass die Qualität hier zumindest während der Bearbeitung so wack ist, dass ich das tatsächlich gar nicht wirklich erkennen kann, ob das jetzt Altis sind oder nicht. Aber es sieht mir aus, als wären das die Altis, genau wie der Blue Eyes. Die beiden BLS sehen auch Alti aus. Jetzt holt er noch gerade einen raus. Ja, genau, das sind Ultimate Rares. Wollte ich unbedingt ziehen aus meinem Dimension of Chaos Displays. Habe ich ja zwei Stück gekauft. Ich habe sie auch zweimal gezogen, allerdings ein Ultra Rare leider Gottes. Ist jetzt nicht übermäßig teuer, die Karte, aber ist auch tatsächlich einer der schönsten Blackluster Soldiers überhaupt, nämlich der Super Soldat. Sehe ich wirklich ganz, ganz gerne. Vor allem Ultimate Rare macht halt wirklich was her. Ja, dann haben wir hier natürlich noch ein schönes Buntauge, nämlich den buntäugigen Wirbeldrachen in Ultimate Rare. Auch der ist gar nicht mal so billig aktuell. Ich kenne jetzt den günstigsten Marktpreis aktuell nicht, aber ich habe es, glaube ich, letztens bei Rising Time wieder eingekauft und da war der wohl irgendwo bei 26 Euro zumindest bei ihm. Wenn ich mich richtig entsinne. Dann haben wir hier noch, also wir haben hier ganz, ganz viele Ultis offensichtlich. Evolzer Solda ist auch eine sehr schöne Karte aus Order of Chaos. Diese ganzen zur Evoltil zugehörigen Themen supportenden Xyz-Karten sehen generell relativ gut aus. Auch Bubble Mission an der Seite gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und hier, was haben wir hier noch? Oh Gott, wie hieß denn die Karte nochmal? Kosmische Horror irgendwas, schlag mich tot, ne? Ich glaube, das ist jetzt auch eher so eine Ultimate Rare, die so ein bisschen random ist, wo man jetzt nicht allzu viel dafür zahlen muss. Ist aber schön, dass es eine Erstauflage ist. Ich glaube, ich erkenne unten eine kleine Beschädigung. Bedauerlicherweise, aber das ist doch ein sehr, sehr schönes Stück an der Stelle. So, da Lärtchen, nette Kärtchen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Ah, die blauigen Chaos-Max-Sachen. Sehr schön, die sind aktuell auch relativ hoch im Preis. Sind auch Duelist-Pack-Ultras, das bedeutet, die steigen ja generell in der Regel im Laufe der Zeit. Dann haben wir hier schöne Cyber-Enddrachen. Ich glaube, der in der Mitte müsste zumindest aus Cybernetic Revolution sein. Und die anderen beiden, ich bin mir nicht sicher, sind die oben mit Secret oder auch Ultra oder vielleicht sogar Alti? Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Das kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Der Drachenmeister Gaia, Deutsch aus LOB, sehr, sehr schön. Keine erste Auflage, aber das macht nichts. Das ist eine unglaublich coole Karte. So wie eine Yu-Gi-Oh!-Karte auszusehen hat, nicht wahr? Und dann natürlich noch das tausendäugige Opfer, selbstverständlich. Beide unlimitiert. Oben haben wir dann noch einen schicken Fellsöldner, gleich als Playset. Ja, von den Fellsöldnern kann man jetzt halten, was man möchte. Es gibt ein paar, die gefallen mir mehr, es gibt ein paar, die gefallen mir etwas weniger. Der ist eher so in der Mitte, würde ich mal sagen. Apropos Mitte, da haben wir zwei schöne Ghosts. Wir haben hier Excalibur, glaube ich, einmal. Und unten haben wir den finsteren Rebellions-Exis-Drachen. Speziell der finstere Rebellions-Exis-Drache ist eine absolute Rarität. Den findet man wirklich kaum noch. Also wirklich kaum noch. Sei stolz auf das Stück. Der ist unlimitiert, glaube ich, oder? Nee, der ist sogar First. Der ist First, das ist eine Erstauflage, eine deutsche Erstauflage. Oh, der kostet teuer Geld. Der wird teuer Geld kosten. Aus New Challengers. Ja, wie gern würde ich den mal selber ziehen. An der Seite, linke Hand, haben wir noch eine Bubble Mission. Und auf der rechten Seite Abfangwelle. Abfangwelle, kam die nicht aus The Shining Darkness? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie auch immer, weiter geht's. Und holy moly! Chris, alter Schwede. Schade, dass ich nicht erkenne, was das da oben ist. Ich glaube aber, das müssten Gold Ghosts sein. Da steht auch limitierte Auflage. Das müssten, glaube ich, zwei Gods sein. An der Seite haben wir dann die... Ja, das sind alles Gold Ghosts. Da haben wir in der Mitte haben wir Barkion und unten haben wir dann den Herold. Das sind jetzt quasi Ghost Rares, die preislich nicht ganz so hoch sind, aber trotzdem eigentlich in jede ernstzunehmende Ghost Rare-Sammlung gehören. Dann haben wir hier so ein bisschen Durcheinander. Nummer 17 haben wir. Da habe ich mal einen coolen Deal gehabt vor einer Weile. Vor vielen, vielen Jahren. Da lief noch die Live-Liga von Jack Hatness. Fireball Xistra, sehr schöne Karte, Nummer 97, auch cool. Und natürlich wieder Jubel. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das die Rare ist oder die Secret, aber es sieht, glaube ich, nach der Rare aus. Dann auf der nächsten Seite, jetzt macht das mir ein bisschen zu schnell hier. Okay, da fehlt ein Plätzchen. Weiß nicht, was er hier gerade redet, aber vielleicht hat er da was reserviert. Das ist jetzt wirklich ein bisschen durcheinander. Wir haben ein bisschen Cosmo-Stuff. Also ich war nie so wirklich der Cosmo-Fan, zumindest nicht von den Raumschiffen. Wobei die mittlere geht eigentlich. Wie hieß die nochmal? Dunkelplanet oder irgendwie so? Gate Guardian, klar. Ich denke mal, das müsste die Secret aus MAD sein. Kenne ich jetzt gerade nicht schlecht. Das könnte aber auch aus DLG 1 die Rare sein. Theoretisch. Die ist übrigens auch nicht gerade wertlos. Natürlich die Teile. Okay, Ra's Schüler aus Dragons of Legends 3.
Das dunkle Magiermädchen aus dem Moviepack, das jetzt ein Secretware Reprint bekommt und auch in Ultra schon ungefähr 1 Euro geht. Sehr cool. Also das ist jetzt so ein bisschen, ich sehe hier kein wirkliches Konzept hinter, und hier ist es auch so, dass unterschiedlich farbige Hüllen verwendet worden sind. Das ist immer so eine Sache, die finde ich persönlich nicht so prickelnd. Also ich habe es ehrlich gesagt am liebsten, wenn die Hüllen immer einheitlich sind. Sind sie bei ihm auch in der Regel. Also die meisten Hüllen sind ja in diesem Popelgrün. Und, oh, aha, wer macht mich danach? Wir haben Unmengen von BLS, ist ein bisschen schwer auszumachen, aus welchen Sets die stammen, also die zwei links und rechts in der Mitte, die müssten aus dem Goldpack sein, ich glaube ein paar Dusas sehe ich hier auch noch, dann haben wir Chaos Imperator Drachen, unten japanische Ultimate Rares, ja, hier hat er jetzt eine Ultimate aus dem Reprint Set, die suche ich auch noch, ich habe zwar 7 Stück in First in Ultimate Rare, aber ich habe noch keine einzige aus dem Reprint Set, und ich will die unbedingt aus dem Reprint Set, weil die diesen coolen geprinteten Rahmen haben, das ist ein optisch eindeutiges, also ein vom Merkmal her eindeutiger Unterschied, und das will die auf jeden Fall haben. In der Mitte haben wir eine Secret aus Invasion of Chaos, unlimitiert, so wie das aussieht. Also ist doch, ja, eine nicht zu verachtende Chaos-Imperator-Drachensammlung. Die anderen müssten, glaube ich, Ultra sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schön. Also der hat auf jeden Fall mehr Chaos-Imperator-Drachen als die meisten. Und ja, hier unten haben wir jetzt, der holt es nochmal raus, eine Ultimate aus Japan. Das ist keine Seltenheit, die wird so mit ungefähr 10 Euro gehandelt, maximal. Ist eine Tinbox-Promo gewesen, ja, also war wirklich überhaupt nichts Besonderes. Ich glaube, OVP geht es hier ein bisschen mehr in ihrem Tütchen da, aber sonst ist da nicht viel um. So, jetzt haben wir hier nochmal oben Gate Guardian. Der sieht mir jetzt wirklich nach einer Secret aus. Dann zwei Handtraps, einmal die schönste von allen, nämlich die Kirschblüte. Und dann haben wir natürlich noch Ash Blossom, die wohl spielstärkste und teuerste von allen. Das Ende von der Noob ist natürlich klar, auch Dark Necrophe hier sehr schön aus der Master Collection. Aber auch irgendwie ein bisschen konzeptlos, glaube ich, zusammengewürfelt in dem Ordner. Okay, unten haben wir ein paar Horus in Level 8, also als Playset, das passt immer. Ja, dann haben wir natürlich den ewig infernalen Zerstörer, heißt er, glaube ich. Den haben wir auch gezogen im The Shining Darkness Opening, gleich zweimal. Buster Blader aus dem Anniversary Pack, sehr, sehr cool, von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet. Was das da oben ist, erkenne ich gar nicht. Ich erkenne hier nur schwarz. Hoffentlich erkennt man das dann im Video, weil die Videoqualität beim Bearbeiten ist bei mir immer ein bisschen schlechter als die Endqualität, wobei man sagen muss, dass die Videoqualität hier nicht so überprickelnd ist. Ja, genau, dann haben wir hier The Legendary Fisherman, Englisch. Aus welchem Set kam der denn nochmal? War das PSV? Ich bin mir gerade nicht sicher. Injection Fairy Lily ist natürlich cool. Ja, das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Im japanischen OCG tatsächlich anstatt Herzchen ein Kreuz. Finde ich aber tatsächlich das mit den Herzchen sogar besser. Also ich finde, das macht das Artwork im wahrsten Sinne des Wortes runder, wenn man so möchte. Ich habe aber auch ein paar aus dem OCG hier, die sehen auch gut aus, aber ich weiß nicht, das hätte man jetzt nicht unbedingt zensieren müssen, denn das Rote Kreuz ist ja alles, aber kein religiöses Symbol. Dann, Heiliger Phönix von Nephthys aus dem Dual Terminal. Preislich jetzt auch nicht unbedingt besonders hoch, aber sehr selten bekommt man den zu sehen. Also ich kenne viele Leute, die haben sehr viele Dual-Terminal-Karten und sammeln die auch so ein bisschen zusammen, aber ich habe die also wirklich ganz, ganz selten bisher gesehen. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Alte Klassiker, würde ich sagen. Das ist schon ein bisschen mehr mit Konzept, so ein paar Vanillas zusammen aus den alten Hauptsets. Elfenzwillinge, Bestie von Talwa, viel zu günstig, wobei er die einen Anstieg erlebt hat. Also die Unlimitierte, die war ja ein paar Cent wert, jetzt geht sie, glaube ich, ein bisschen was über 2 Euro. Gut, was haben wir denn noch? Okay, jetzt hat er hier die Elfenzwillinge rausgepopelt, sind natürlich bei uns, glaube ich, zensiert. Natürlich der keltische Wächter aus LOB, ganz wichtig. Unten haben wir drei verschiedene Versionen vom herbeigerufenen Totenkopf. Links die Originale aus MRD, in der Mitte die aus dem Anniversary Pack von Katsuki. Und rechts das alternative Artwork aus dem Duelist Pack Yugi. Oben dann Feierlicher Schlag, war sehr spielstark eine Weile. Gab es aus Bosch und dann aus dem Reprint Pack, aus dem Mega Pack. Die Magier gehen auch so 10 Euro. Mega geile Scheiße. Dann haben wir hier Jinzos, eine Menge Jinzos. Okay, was haben wir denn hier? Also oben, das Playset oben sieht mir nach den Secrets aus, entweder PSV oder BPT.
Die beiden unteren können entweder Dooser oder aus dem Duelist Pack sein. Genau, und ganz unten haben wir zwei Golds und ich glaube auch eine Rare. In der Mitte das Siegel von Aurikalkos, natürlich die Ultra aus der Legendary Collection oder Dragons of Legends 3. Anhand der Bildqualität kann man halt nicht erkennen, aus welchem Set die stammen. Was haben wir hier schönes? Zwei Cyberdrachen, sehr cool. Einmal im Altered Art und einmal das Originale. Und es wirkt so, als würde er gleich umblättern wollen. Nicht so schnell. Okay. Mega-Festungsdrache ist auch nice. Also ist alles sehr Cyberdrachen-lastig. Es ist sehr cool. Ich hätte allerdings die Cyberdrachen eher oben platziert als unten. Das hätte wahrscheinlich besser ausgesehen. Ja, dann nächste Seite haben wir Ra's Schüler als Playset, sehr cool. Dann die Schlange G, die damals Darts in seinem ikonischen Duell verwendet hat. Sehr cool, dass die jetzt auch bei uns einen Ultra-Rare-Print bekommen hat. Das ist ursprünglich aus Kamen rausgekommen, das war nicht so feierlich. Dann haben wir die mystische Elfe unlimitiert. Cyberdrache Herz war damals relativ teuer aus seinem Originalset. Ich glaube, es müsste Cybernetic Horizon war das, glaube ich. Genau, dann haben wir Nummer 20 Giga Brillant als Ultimate Rare. Zweimal oben dann die Bildschärfe. Entweder auch Alti oder Ultra, das kann man jetzt hier nicht erkennen. Oh, Exodia Necros aus der Master Collection. Die wohl beliebteste und begehrteste Karte aus der Collection. Und ich glaube auch die teuerste oder mit einer der teuersten. Das ist sehr cool. Bedauerlicherweise findet man die häufig nur noch in schlechten Zustand. Dann haben wir Summon Sorceress. Die war wirklich hier sehr, sehr teuer. Hier aus der Jump tatsächlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel sie aktuell geht. Aber die dürfte vielleicht noch den ein oder anderen Euro gehen. Jetzt fliegt er nur so durch die Sammlung. Ich habe kaum Zeit, mich auf die einzelnen Karten zu konzentrieren. Was haben wir denn hier noch alles? Okay, hier sind wir noch ein paar Cyberdrachen. Gagaga Blitz in Alti, die wohl gespammteste Ultimate überhaupt nach Giga Brillant und dem Gagaga Magier. Okay, dann haben wir oben den Prophecy Destroyer, der eher wirkt wie eine Magic-Karte als wie eine Yu-Gi-Oh!-Karte. Sieht aber trotzdem cool aus. Und das heißt was, denn ich mag den Magic-Zeichenstil eigentlich überhaupt nicht. Okay, Jinzo-Support. Dann haben wir die Exodia als Orika. Okay. Auch cool, ja. Ist ganz nett. Ich bin jetzt kein Orika-Fan. Ich habe sie mal hobbymäßig ein bisschen vertrieben, also eingekauft, einen Euro draufgehauen und weiterverkauft. Das lief ganz gut, war aber unglaublich mühselig. Aber trotzdem, ja, es ist mal ganz cool, sowas auch zu sehen im Anime-Style. Als reale Karte würde ich so aber nicht wollen. Dann haben wir nochmal Gods. Den hatten wir doch vorher, glaube ich, auch schon. Jinzo Jackdaw, okay. Auf der nächsten Seite, jetzt hat das langsam eilig, der liebe Chris, haben wir, oh genau, die verfluchte oder die verfluchende Todesfurcht aus dem Duelist Pack. Sehr coole Sachen. Auch unten diese zwei Geister, ich weiß gerade ihre Namen nicht, Geister des Schreckens oder irgendwie so. Die finde ich mega cool, die habe ich tatsächlich noch nicht. Den muss ich mir noch irgendwo ranholen. Aber ich liebe die Artworks von den Dingern. Mystic Mine natürlich, die Karte kennt wohl aktuell jeder. Dann haben wir noch, was haben wir da? Dann haben wir Neftis Support unten als Link-Monster-Karte, sehr cool, aus Hidden Summoners, da kommen echt schöne Karten raus. Oben dann holt er jetzt gerade raus die Beraterin Lilly, die also ein bisschen zu diesem Injektions-für-Lilly-Thema gehört. Unten nochmal ein schöner Heiliger Phönix von Neftis, scheint mir eine Ultra zu sein aus dem Originalset Flaming Eternity. Sehr schön. Dann geht's weiter mit, was haben wir denn? Oh ja, oben eine schöne Reihe mit Master Collection Stücken. Und zwar haben wir da einmal den Barrel Dragon, Exodia, den Dunklen Herrscher Hades und unten sogar noch Relinquished. Müsste Master Collection 2, glaube ich, gewesen sein. Sehr coole Sache. Dann haben wir aus der Jump natürlich einen Obelisken von Katsuki gezeichnet und ganz cool ein Torwächter in Ultra Rare aus dem Retro Pack, wenn ich das hier richtig sehe. Was haben wir noch? Das Dark Magician Girl. Ist ja Ami! Ich mag keinen Ami, aber auf jeden Fall den Secret Rare aus der Legendary Collection. Ich habe es bloß gerade nicht gesehen, ob die jetzt First oder nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. First auf jeden Fall sehr, sehr teuer, über 100 Euro. Dann den Kaliberschwertdrache, auch nicht unbedingt billig. Unten der ganze Sky Striker Support, der war ja auch sauteuer, bis er zum 10.000. Mal gereprintet wurde. Dann haben wir japanische Ultimate Rares, wie ich gerade sehe. Oder im Allgemeinen japanische Karten. Oben der dunkle Hochmagier, sehr, sehr cool. Die Karte, die jetzt gerade rausholt, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ich habe die auch, aber der Name ist mir leider aktuell vollkommen unbekannt. Dann haben wir einen Firewall Exit Drache, war das, glaube ich.
Der kam aus Dark Neostorm, gibt es auch in Holographic Rare, sehr, sehr schön, ist wirklich eine Karte, die man gut angucken kann. Ja, auch unten die Nummer 89, sehr cool, gibt es bei uns ja bloß als Preiskarte. In Japan gibt es die auch als Collector's Rare, also mal wieder mega, mega cool, da haben sie uns wieder einiges voraus. Dann, da holt er gerade einen Blue Eyes raus und hey, mega nice. Also ich mag das Artwork eigentlich gar nicht, aber in Secret Rare sieht das echt geil aus. Alter Falter, ja, die habe ich noch nicht, die muss ich mir auch noch ranholen. Dann unten der neueste BLS, der rausgekommen ist dann. Auch recht teuer dann. Oh ja, aus, ich glaube sogar aus seinem Originalset. Jinzo in Secret Rare. Ich bin mir nicht sicher, ich kann das kürzlich lesen, aber es sieht mir nach einem Zahlenkürzel aus und die alten Originalsets, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Sanctuary in the Sky oder so, die hatten halt kein Buchstabenkürzel, so wie bei uns LOB, sondern das war einfach so ein Zahlkürzel, 308, 302 und so weiter. Dark Magician Girl da oben wird wahrscheinlich aus 15er X sein, auch mega cool. Unten noch einen schwarzen Rosendrachen, einen Meteordrachen. Okay, dann gucken wir mal auf die nächste Seite offensichtlich. Und oh, da geht's auch cool weiter. Da geht's auch cool weiter. Oben neuer Harpien-Support. Das Link-Monster sieht mega cool aus. Im OCG natürlich unzensiert an der Stelle. Adjusted Gold unten auch mega nice. Nochmal eine Exodia Necros. Könnte jetzt eine Ultra Rare sein. Dann haben wir zweimal den neuesten BLS tatsächlich auch. In Secret Rare ist er, glaube ich, rausgekommen und war sauteuer, gegen so 40, 50 Euro das Stück, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Dark Magician Girl aus ADS, auch cool. Imperator Drache aus TLM oder Dark Revelation, je nachdem. Und dann haben wir da noch einen Gods in Gold Ghost, glaube ich, und einen mystischen Raumtyphon, genau, in Gold Ghost. Auch cool. Dann haben wir, das 20th Anniversary Pack, sondern das normale Anniversary Pack, komplett auf der linken Seite, sehr, sehr schön aufgeteilt. Auch nach Nummern sortiert. Es gibt da tatsächlich einen Unterschied zwischen den deutschen, beziehungsweise dem TCG und dem OCG. Im OCG besteht das Set aus 9 Karten, im TCG aus 8 Karten. Bei uns fehlt nämlich das dunkle Magiermädchen, das aus Zensurgründen nicht ins TCG übernommen wurde. Dann, ja, hier der dunkle Magier des Chaos in Ultimate Rare, leider schon etwas angeditscht aus seinem Originalset. Den habe ich auch wirklich einige Male, ich glaube zwischen 7 und 9 Mal. Ist auch relativ teuer gewesen damals, zwischen 35 und 55 Euro pro Stück musste man dafür hinlegen. Ist mittlerweile aber, glaube ich, auch zumindest in Teilen etwas günstiger. Unten haben wir dann noch sehr schön den blauäugigen weißen Drachen. Tatsächlich im alten Layout gefällt mir mega cool. Die Gold Ghost oben kann ich gerade nicht erkennen. Und nochmal noch ein reißender Tribut. Und ja, jetzt kommen wir zur letzten Seite. Dann haben wir nochmal neunmal den Blue Eyes aus dem Anniversary Pack. Die Karten kenne ich, die kommen wohl von Yannick von Katastrophe. Die hat er bei uns in der Gruppe angeboten, in der WhatsApp-Gruppe. Und da musste der Sammelchris natürlich zuschlagen. War ja vollkommen klar. So, wir sind jetzt am Ende des Ordners und ich würde mal sagen, ich äußere mich jetzt noch kurz zum Video, was ihr von dem Ordner und von seinem Kanal habt. Es gibt quasi ein Fazit. So, ja, mein Fazit zu seinem Ordner und zu seinem Kanal, beziehungsweise zu ihm als YouTuber selbst. Ich würde sagen, wir fangen mit einer kleinen Expertise zum Ordner an. Es ist natürlich jetzt so, ich habe nicht jede einzelne Card of Market nachgeguckt. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf mein Gefühl und auf etwas ältere Informationen. Ich denke mal, wir werden nicht genau den Wert hitten, aber wir werden doch sehr stark in die Richtung kommen. Er hat halt, oder sagen wir mal so, der Ordner ist relativ stark durchwachsen. Er hat relativ billige Karten, wie beispielsweise diese ganzen Lost Arts Promokarten, also abgesehen von der Exodia, kosten halt die meisten wirklich so 1 Euro, 1,50 Euro und so. Niedere Unterweltler zum Beispiel 1,50 Euro. Und sind aber auch ein bisschen teure Sachen dabei, die so 10, 20 Euro kosten. Zum Beispiel die Heiligen Ungeheuer aus Shadows of Infinity First Nearmint. Da geht jede so um 20 oder auch der Chaos Imperator Drache aus The Lost Millennium, wenn er Nearmint ist, 20 Euro. Und dann hat er halt auch die eine oder andere teurere Sache drin, wie zum Beispiel halt Yatagarasu in Secret mit ungefähr 45 Euro das Stück unlimitiert. Oder auch der Chaos Imperator Drache Secret, der auch sein Geld wert ist, auch wenn er unlimitiert ist. Er befindet sich auch im mittleren zweistelligen Bereich. Und dann hat er natürlich noch eine Menge japanische Karten. Und bei den japanischen Karten ist es ein bisschen schwierig, denn zum einen variiert der Wert immer mal wieder, je nach Nachfrage. Und zum anderen ist es so, dass diese japanischen Holo-Karten innerhalb Deutschlands natürlich wesentlich teurer verkauft werden als das, was sie eigentlich gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Slot-Machine als Händler einkaufst aus Japan, kostet die 50 Cent. Wenn du ein fairer Händler bist, verkaufst du die für 2,50 Euro, wie Katastrophe zum Beispiel damals. Wenn du ein normaler Händler bist oder so ein Händler bist wie die breite Masse, ja, dann kostet diese Karte halt mal 5, 6, 7 oder 8 Euro.
So, und wir wollen ja wissen, welchen Wert hat der Ordner und nicht, wie viel hat er dafür bezahlt. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Welten. Dementsprechend, wie gesagt, habe ich mich so ein bisschen auf mein Gefühl verlassen und ich will jetzt hier mal ein bisschen rekapitulieren. Also, wenn man jetzt mal guckt, die Lost Arts, Exodia komplett, die kostet so in etwa 21 Euro. Da haben wir nochmal einen einzelnen Kopf gehabt, der geht auch nochmal 7 Euro. Da haben wir die drei heiligen Ungeheuer, die gehen jeweils in etwa 20 Euro. Ne? Also da sind wir auch schon wieder bei knapp 100. Dann haben wir noch Yatagarasu mit 45. Ich glaube, der Chaos Imperator Drache Unlimited dürfte auch nochmal so 40, 50 Euro gehen. The Lost Millennium Chaos Imperator Drache auch nochmal 20. Dann haben wir zum Beispiel zweimal die Exodia aus den Yugi Legendary Decks. Die geht jeweils 21 Euro. Also die komplette, wir haben sie zweimal drin, also 42 Euro. Also das haben wir auf jeden Fall so schon mal die 200 quasi safe, wenn man so möchte. Auch aus dem Anniversary Pack, die japanischen Karten, ihr erinnert euch, da sind auch ein paar Sachen dabei, die ein bisschen mehr gehen. Der Blue Eyes, der kostet auch so 6, 7 Euro und der hat halt wirklich so 10 Stück davon oder so. Da kommt natürlich auch was zusammen. Aber der Rest, der bewegt sich halt wirklich doch eher im niederen Preissegment. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass er mir mal gesagt hat, dass das ein 1.000-Euro-Ordner wäre. Ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn du das nicht gesagt hast und ich das nur verwechselt habe, das kann sein, weil ich unterhalte mich tagtäglich mit Dutzenden Leuten, ja. Dann schreib das bitte in die Kommentare. Ich fixiere den Kommentar oben. Nicht, dass die Leute jetzt den Eindruck gewinnen, du kannst deinen eigenen Ordner nicht einschätzen. Aber wenn du das natürlich schon gesagt haben solltest, dann ja. Also ich denke es mal, dass du mir das so gesagt hast. Ich habe das so in Erinnerung. Da kommen wir bei weitem nicht hin. Also ich würde mal sagen, wenn wir mit 500, 600 Euro ansetzen, dann sind wir schon recht hoch im Kurs, ja. Also 500, 600 Euro für den Ordner, denke ich mal, wäre, wenn du ihn zum Beispiel verkaufen würdest, ein Traumpreis. Mehr wirst du da wahrscheinlich nicht bekommen. Wenn du nämlich zum Beispiel guckst, du hast auch Chaos Imperator Drachen in Ultimate Rare. Das sind allerdings japanische aus BPT, das war eine Tinbox-Promo. Die wird, wenn sie nehmend ist, mit maximal 10 Euro hier in Deutschland gehandelt. Und das ist innerhalb Deutschlands natürlich schon wieder ein erhöhter Preis. Also wenn du sie wirklich aus Japan kaufst, dann zahlst du wahrscheinlich die Hälfte oder 2,50 Euro. Das ist ja gerade absolut nichts wert. Und sowas zieht sich halt natürlich durch deinen Ordner. Jetzt, wie ist der Ordner aufgebaut? Kommen wir mal dazu. Es gibt schöne Seiten, es gibt weniger schöne Seiten. Erstmal die positiven Aspekte. Er hat meistens gleiche Hüllen, nicht immer leider Gottes, aber meistens. Die Hüllen an sich gefallen mir jetzt zwar nicht, aber das ist immer Geschmackssache. Ich persönlich favorisiere da immer die neutralen Hüllen, also weiß-schwarz. Am liebsten schwarz. Gefällt mir einfach besser. Man kann allerdings auch diese lilanen nehmen, die fallen auch nicht sonderlich auf. Also das sind diese drei Farben, die ich empfehle, aber wirklich schwarz von Ultra Pro oder von irgendeiner anderen Marke, wer diesen Punkt auf der Hülle nicht mag, ist für mich tatsächlich so das Beste. Vom Aufbau her, er hat ein paar schöne Seiten drin, die Exodias zum Beispiel, die zwei Legendary Exodias waren sehr schön aufgebaut. Auch die erste Seite mit den Lost Arts Promos war recht nice, hinten natürlich die letzte mit der ganzen Blue Eyes Bombe. Auch die Seite, wo er das ganze Anniversary Pack nach der Setnummer aufgelistet hat, war gut, aber er hat natürlich auch einige Karten drin, die wirken halt einfach ein bisschen in Ordner reingeschmissen, ein bisschen unsortiert, ein bisschen unsauber. Und das ist natürlich... Das stört halt so ein bisschen das Gesamtbild, sag ich mal. Also ich finde, wenn man schon Karten ohne großartiges System, also jetzt nicht Playset-weise oder so, einfach eine Karte nach der anderen nebenhin reiht sozusagen, dann sollte das Ganze entweder schön nach Kartentyp sortiert sein oder vor allen Dingen nach Artworks sortiert sein. Das heißt, die Artworks müssen dann, wenn sie schon nebeneinander liegen, als Gesamtbild, als Gesamtes einfach stimmig wirken. Und das tun sie hier an vielen Stellen nicht. Also der Ordner ist ein bisschen durchwachsen. Es gibt einige Seiten, die gefallen mir. Es gibt einige Seiten, die gefallen mir eher weniger. Jetzt sind wir aber schon 5 Minuten nur bei dem am Quatschen, was wir jetzt hier im Video gesehen haben. Kommen wir doch mal zu Sammelchris selbst. Es gibt, wie bei vielen YouTubern, gute Aspekte, weniger gute Aspekte. Fangen wir mal mit den guten an, denn ich habe tatsächlich relativ viel Kritik an seinem Kanal zu äußern. Zum einen das Positive ist, er hat einen eigenen Kanalbanner, selbst designt, sehr schön, auch ein eigenes Kanalprofilbild und er ist ein unglaublich sympathischer Typ. Ja, also ich mag ihn persönlich sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch seine WhatsApp-Nummer und wir unterhalten uns auch manchmal. Er ist auch mit mir in dieser WhatsApp-Gruppe, die ich ab und zu schon mal beworben habe hier in den Community-Beiträgen.
Und er ist wirklich ein Kerl, der das Herz am rechten Fleck hat, wenn man das so sagen kann. Und das ist eine Sache, die ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich mir einen YouTuber anschaue, dann sind mir persönlich zwei Dinge wichtig. Zum einen, ich muss das Gefühl haben, dass dieser YouTuber oder YouTuber was im Köpfchen hat. Es gibt tatsächlich YouTuber, die entweder sehr schwerfällig sprechen oder sich auf eine Art und Weise artikulieren, wo du halt wirklich das Gefühl hast, dass das jetzt... ich sag mal, nicht unbedingt jemand ist, der aus der intellektuellen Oberschicht kommt, wenn man das mal so formulieren darf. Und da störe ich mich dann manchmal so ein bisschen dran. Also ich setze meistens eine gewisse Eloquenz voraus. Das erfüllt er halt in Teilen. Da kommen wir dann aber gleich noch dazu. Und was mir am allerwichtigsten ist, dass der Typ sympathisch ist. Mir ist es nicht wichtig, dass er eine 4K-Kamera hat oder Ultra-HD oder überhaupt HD. Wichtig ist natürlich, dass man ein bisschen was erkennen kann, ja, aber das ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er mich durch seine Art, wie er redet, wie er sich gibt, wie er so als Person rüberkommt, dass er mich so unterhält, dass ich das Video einfach entweder angucken kann, ganz bewusst, oder einfach anschalten kann und nebenbei was anderes tun kann, mich davon so ein bisschen berieseln lassen kann. Das schafft er voll und ganz. Da überzeugt er mich auf ganzer Linie. Ich schaue ihn mir gerne an. Ich bin zwar eher einer seiner stilleren Zuschauer, ich sag nicht viel dazu, aber ich bin regelmäßig dabei, seine Videos anzugucken, und ich empfehle auch euch einfach mal da einen Blick drauf zu werfen. So, jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten. Den ersten Kritikpunkt habe ich schon ein bisschen angesprochen, ihr habt es auch vielleicht in der Einleitung schon mitbekommen, habt ihr ihn mal kurz reden hören. Also ich muss sagen, er versucht immer relativ eloquent sich auszudrücken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ihm wirklich permanent misslingt. Ja? Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, wenn er in dem Video spricht. Ich schaff's nicht mal irgendwas zu zitieren an der Stelle, weil ich mir das gar nicht merken kann. Also das wirkt immer wie so ein verbaler Fugenfasching, wenn man das mal so sagen darf. Aber das kommt mit der Zeit. Ich denke mal, mit der Zeit wird er dann eine gewisse Übung bekommen und auch lernen, sich quasi richtig auszudrücken, weil ich weiß das selbst von meinen Anfängen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn du ohne Skript arbeitest und frei sprichst, sage ich mal, den Faden zu behalten manchmal, ja. Und dann kommen da grammatikalische Fails vom Feinsten raus. Das passiert mir auch manchmal. Manchmal schneide ich es raus, manchmal kriegt ihr es hier auch mit. Ich habe auch mal überlegt, ob ich hier so ein paar Outtakes reinhaue. Da gibt es eigentlich in jedem Video immer ein paar. Und das ist halt aber eine Sache, die ist bei ihm wirklich extrem. Also das habe ich bei noch keinem YouTuber gesehen, dass das halt wirklich so hart nach hinten losgeht meistens. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Aber wie bereits gesagt, ich bin da zuversichtlich, dass das auf jeden Fall in Zukunft geregelt ist oder geregelt wird von ihm, einfach durch die Erfahrungen, durch die Zeit. Dann noch ein Punkt ist der Aufbau seiner Seite. Er hat halt kein Reitervideo oben dran, also kein großes Video, das halt so der Eyecatcher ist, wenn man auf seinen Kanal geht, sondern er hat wirklich eine Playlist nach der anderen stumpf aufgelistet und das war's. Das wirkt auf mich persönlich zum Beispiel, wenn ich jetzt als jemand, der ihn jetzt nicht kennt, hingehe und mir die Seite angucke, ein bisschen, ja, lieblos so. Dann denke ich mir so, okay, muss ich mir das jetzt angucken? In den meisten Fällen bin ich ganz ehrlich, wenn jemand so seinen YouTube-Kanal aufgebaut hat und ich zufällig drauf stoße, gehe ich wieder. Ja. Außer, Ausnahme, ich suche gerade nach kleineren YouTubern, weil ich mir die geben will. Dann schaue ich es mir trotzdem an. Aber wenn ich so durch Zufall auf die stoße, ohne dass ich mir da jetzt irgendwas vorgenommen hatte, dann gehe ich in der Regel wieder. Kann sein, dass ich dadurch schon einiges verpasst habe, aber das wirkt halt auf mich nicht besonders einladend. Das sind ein paar Einstellungen, die er da tätigen muss, und dann ist die Sache eigentlich gegessen. Ein weiterer Kritikpunkt ist so ein bisschen die Technik. Da möchte ich allerdings eine Sache anmerken. Ich kritisiere das jetzt, was ja meine persönliche Meinung ist. Es ist aber nicht meine Erwartungshaltung, dass er das ändert. Ja, und das möchte ich wie folgt begründen. YouTube ist ein Hobby. Der macht das aus Spaß und es kostet euch nichts. Das gilt für jeden YouTuber, den ihr anschaut. Es kostet euch einfach nichts. Das ist gratis Unterhaltung. Ja, dafür zahlt ihr nichts. Und es gibt einfach Leute, die da mit einer gewissen Erwartungshaltung hingehen und sagen, ist ja gar nicht 4K, mach mal dies, mach mal jenes, macht's erstmal besser. So, das ist dann immer meine Einstellung, die ich dann da habe. Und das hatte ich auch früher, wo meine Qualität noch schlechter war, das da häufig. Also ihr müsst mal die Kommentare unter dem ersten Gastvideo von Random Brain anschauen. Die sind zwar meist weitestgehend positiv, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die da eben die Qualität kritisiert haben. Und das dürfen sie natürlich auch, aber ich finde halt diese Erwartungshaltung, dass da eine gewisse Qualität vorzuherrschen hat, obwohl das alles eigentlich nicht mal wirklich Low Budget ist, sondern gar nicht Budget, weil keiner dafür was bezahlt. Da finde ich das eben, ja, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ich finde halt irgendwie, dass diese Erwartungshaltung ein bisschen hoch angesetzt ist dann an der Stelle. Und ja, also er hat halt meiner Meinung nach eine etwas zu schlechte Kamera.
es wirkt alles sehr verkrieselt und hat halt immer so einen, irgendwie so einen Rotstich oder so einen Blaustich, so ganz komisch. Auch der Ton ist nicht der beste, es klingt alles recht blechern und die Musik, die er verwendet, ist ja dieselbe Hintergrundmusik, die auch ich verwende. Dieselbe Musik verwendet auch hier dieser Poking oder wie er heißt. Ist halt einfach die Musik, mit der man Yu-Gi-Oh! Verbindet, ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, ich vermute mal, er schaltet einfach hinten den MP3-Player an oder so und dann lässt das laut im Raum raufen. Ja, da haben wir es, Leute, da haben wir es. Merkt ihr was? Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Raum laufen und nimmt das einfach live mit auf, wenn er das Video macht. Und das klingt scheiße. Das klingt halt richtig wack. Da vielleicht einfach mal mit dem Windows Movie Maker ein bisschen auseinandersetzen möglicherweise. Und dann da einfach das Lied im Hintergrund einfügen, Lautstärke anpassen und schon ist das ein ganz anderes Klangerlebnis. Und mein letzter Kritikpunkt ist der Inhalt. Und zwar hat er im Prinzip Openings, Kanal-Updates, Deck-Profiles. Openings hat er, glaube ich, auch noch unterteilt in Card-Market-Openings oder Sammlungs-Openings und so. Und das ist halt das, was jeder YouTuber macht. Einfach jeder. Der Markt ist damit vollkommen übersättigt. Vollkommen übersättigt. Sammlungs-Openings gibt es tatsächlich relativ wenig. Die einzigen deutschen YouTuber, die das wirklich im großen Stil machen, sind ich und Platinum Collectibles. Das sind die einzigen beiden, die ich persönlich kenne, ich kenne mich natürlich sehr gut, aber sind so die einzigen beiden, also ich und er halt, wo halt wirklich, wirklich viel in diese Richtung machen. Das stimmt, also so Sammlungs-Openings, damit ist der Markt nicht gedeckt, aber diese Card-Market-Openings, diese normalen Openings und Displays und vor allen Dingen Deck-Profiles, ausgelutschter, also das ist dermaßen ausgelutscht, da würde jede Puffmutter von Neid ablassen, ja. Und wichtig ist halt nicht, dass er das absetzt. Ja? Ich habe auch Openings von Displays auf meinem Kanal und so weiter. Ich habe genau das Gleiche, aber das darf halt nicht alles sein. Du musst halt, um eine gewisse auch Individualität zu erlangen innerhalb dieser Nische, sage ich mal, musst du halt auch innovativ werden. Du musst irgendwie überlegen, dir ein Format einfallen lassen. Ja. La Kookaburra hatte sich da damals ein paar Sachen einfallen lassen. Der ist nie groß geworden, hat mittlerweile, glaube ich, auch aufgehört, aber sowas halt. Zum Beispiel so Sachen wie Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy, sowas gibt es normalerweise noch gar nicht auf YouTube. Oder so Sachen wie, was jetzt dann bald kommen wird, wenn Sevens dann zu Ende geht, und zwar Yu-Gi-Oh! End of an Era. Oder auch Yu-Gi-Oh! History, das ist auch ein Format, das bei mir gerade in Planung ist. Da wisst ihr noch nichts, da ist auch noch, steckt noch in den Kinderschuhen, wird auch relativ aufwendig werden und da gucken wir mal, ne? Aber solche Sachen eben, und das ist, oder auch Sammelkartenchecks, wo man halt einfach über viele Dinge spricht, mal was aus einer Sammlung zeigt oder so, das, oder Sammlungsvorstellungen. Früher gab es sehr viel davon, heutzutage kaum noch zu finden. Also entweder. Denn wenn ihr nach Sammlungs-Openings guckt, also nicht gekaufte Sammlungen, die geöffnet werden, sondern einfach von Sammlungen, die die Leute präsentieren, ja, von sich, was sie haben. Ja, mein Gott, also im deutschsprachigen Raum, da findest du aktuell bloß Kinder, die mit ihrer kleinen Handykamera da sind, sagen, heute zeige ich euch mal meine wertvolle Sammlung. Hier ist ein dunkler Krieger, Carlos. Ja, und das ist halt dann da auch nicht das Wahre, ne? Also sowas gibt es natürlich auch recht selten. Sowas könnte man natürlich dann auch mal in einem regelmäßigeren Stil einführen. Aber ganz wichtig ist einfach, ein bisschen Individualität, ein bisschen Einfallsreichtum, ein bisschen neue Formate erfinden, verbessern oder, wenn es denn schon die gleichen Formate sind, anders aufziehen. Opening-Formate zum Beispiel versuche ich durch diese Beauty-Shots anders darzustellen. Ja? Das ist mir halt wichtig, dass ich mich da ein bisschen abhebe. Das war es an der Stelle mit meiner Kritik. Die hat jetzt auch lange genug gedauert, eine Viertelstunde allein fürs Fazit. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung, schaut mal vorbei. Ich habe ihn abonniert. Das heißt, ihr müsst ihn auch abonnieren. Ja, ich finde euch. Ich gucke nach. Ja. Und gebt ihm mal eine Chance. Ich denke mal, er wird sich noch gut machen. Ich sehe in ihm viel Potenzial. Wir sehen uns zu einem weiteren Gastvideo, wann auch immer das sein mag. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.